Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Rimmel London Adventskalender, wo aber nicht nur Rimmel London drin ist, sondern auch Max Factor, Bourjois und Sally Hansen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, dass diese Marken dann halt auch irgendwie zusammengehören, gar keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Schätzelein und ich glaube, dass der halt auch quasi auf den Markt gebracht wurde, weil es gibt ja den von Notino und vielleicht für die Leute, die sagen, ich möchte keine Pflege mit drin haben, ist das vielleicht eine Möglichkeit. 68,80 Euro kostet der und es wurde kein Wert angegeben, das werden wir mal herausfinden. Ich gehe davon aus, dass wir hier eigentlich eher so Originalgrößen drin finden dürfen. Bin sehr, sehr gespannt. Und nicht nur ich stelle diesen Adventskalender vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne nach meinem Video bei ihr vorbei. Ja, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Den Adventskalender stelle ich, glaube ich, so vor mich hin und kann dann die Produkte hinten hinräumen. Denn wir haben hier drin ganz viele solche Täschlein, wo dann die einzelnen Produkte drin sind. Wir haben halt keine Boxen, wir haben, ne, das so nicht. Wir haben das halt einfach so und deswegen, ja, kann ich dann hier immer rascheln und hinten stehen dann die Produkte. Oh, hier wird auf jeden Fall uns so ein bisschen fröhliche Weihnachten gewünscht und ja, dann haben wir hier den 1. Dezember. Irgendwie cool. Das ist der Insta Dry Nail Color von Sally Hansen. 9,17 Milliliter in der Farbe 281 Beating Heart, okay? Ja, das ist mal pink. Finde ich aber richtig geil, bin ich ehrlich. Ne? Also ich kenne diese Reihe von Sally Hansen noch nicht. Beating Heart. Wow, da schlägt mein Herz auf jeden Fall ein bisschen höher. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Hier haben wir, also ich glaube, dieser Adventskalender hat einen abgefahrenen Inhalt, von Rimmel, den Oh My Gloss. Der soll bis zu 6 Stunden halten, mit Arganöl sein. Und hier haben wir die 260 My Eternity als Farbe. Lip Gloss Brilliant. Und das ist auch eine Originalgröße, so schaut der einmal aus. Hatten wir öfters mal in Notino-Boxen drin, ne? Und der sieht wirklich abgefahren aus. Der ist so ein bisschen kühler unterwegs, hat auch so silberne Sparkles mit drin enthalten. Und das ist so ein bisschen Pflaume-Beere, würde ich mal so sagen, vom Ton her. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine Nummer 3, die sich anfühlt, als wäre nichts drin. Ah, ein Stift vielleicht. Oh, ja, okay, da hat sich Bourjois hier reingeschlichen mit einem Brow Reveal Precision. Aber was bist du für eine Farbe? Medium Brown 003, ja, das ist halt so ein anspitzbarer Augenbrauenstift, der mir natürlich viel zu dunkel sein wird. Und auch Nicole wird ja zu hell sein, also schwierig, so ein Produkt in den Adventskalender reinzupacken. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, noch ein Lippenprodukt. Hier haben wir von Max Factor das den 2000 Calorie oder 2000 Calorie Lip Glaze. Das ist ein Plumping Lip Gloss, aber nicht so böse, sage ich jetzt mal. 150 Milliliter. Nein, die Farbe 150 Caramel Swish. Und die finde ich richtig hübsch. Ich finde die jetzt nicht irgendwie sehr, sehr braun. Ne? Das hat nämlich irgendwie, also es ist schon braun, hellbraun, aber es ist nicht so ein Braun, was ich jetzt nicht unbedingt auf den Lippen gerne tragen würde, wenn man halt diesen Adventskalender kauft oder geschenkt bekommen hat und nichts mit dem Augenbrauenstift anfangen kann, ist mein Tipp, diesen Augenbrauenstift als Lipliner zu verwenden, ne? Und den hier dann quasi in die Mitte darüber zu geben. Dadurch, dass es halt ein Lip Glaze ist oder Lip Gloss, wird das Ganze auch schön miteinander verschmelzen. Dann hast du so eine richtig hübsche Ombre-Lippe. Einen Tag vor Nikolaus haben wir den 5. Dezember. Sally Hansen mit Arganöl ist hier in der Color Therapy mit 14,7 Millilitern am Start und die Farbe heißt 380 Positivity. das ist ein richtig schöner metallischer Multichrome. Wir haben hier sowohl sowas Dunkelbraunes drin, aber halt auch irgendwie so lila und ich glaube, auf den Nägeln wird das richtig elegant aussehen. Finde ich hübsch. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus. Rimmel kommt aus Großbritannien. Ich glaube nicht, dass die hier was Besonderes reingepackt haben. Es ist Glam Eyes Professional Liquid Liner. Oh, in der Farbe 001 Black Glamour F. Aha, 3,5 Milliliter. Auch das wird eine Originalgröße sein. Finde ich interessant, muss ich sagen. Ne? Ist wahrscheinlich ein Dip Eyeliner. Und Dip Eyeliner und ich sind jetzt nicht die allergrößten Freunde. Aber wir sind jetzt auch keine Erzfeinde. Und da gucken wir mal. Sehr fein, sehr, sehr feine Pinselspitze, ne? Das finde ich tatsächlich auch echt
schön. Mal gucken. Stellt er scharf? Nein. Ich muss diesen typischen Move machen. Die Nummer 7. Oh, ein Monolidschatten ist das, glaube ich. Oder? Ja, so ein ganz klassischer 01 Honey Nude ist die Farbbezeichnung. Ja, das ist ein kleiner von Max Factor. Und ich persönlich verwende ja nicht so die Monolidschatten, weil ich einfach so eine große Lidschattenpalettensammlung habe, dass ich diesen Ton sicherlich in 20 bis 30 Paletten schon drin habe. Da macht es für mich keinen Sinn, den jetzt extra zu verwenden. Ne? Das heißt, den werde ich dann separat in einem Adventskalender mal an euch verlosen. Genau. Ja, aber finde ich schön, dass es halt so ein klassischer Ton ist. Und für die Leute, die halt wirklich auch dem Teint entsprechen, könnte man das vielleicht sogar nehmen, um so ein bisschen auch das als Puderzweck zu entfremden. Warum eigentlich nicht? Die Nummer 8 aufmachen, das ist Kraft, aber auch sie fühlt sich sehr leicht an. Ein Lip Liner von Bourjois in Velvet Couture, der Velvet Couture in 02 Cotton Candy. Das ist ein anspitzbarer Lip Liner mit 1,14 Gramm. Auch hier haben wir sicherlich eine Originalgröße. Und den kann man auch verwenden mit sehr, sehr vielen verschiedenen Lippenfarben. Also ich verwende zum Beispiel solche Farben an Lip Linern mit fast allen anderen Lippenstiften, weil ich bin ein kühler Hautunterton oder kühlneutraler und dann passt das eigentlich ganz gut. Ne? Aber da muss man halt für sich selber schauen. Den könnte man aber auf jeden Fall auch mit dem Oh My Gloss zusammen verwenden. In der Nummer 9 dürfen wir uns auch, glaube ich, wieder über einen Stift freuen. Ein Kajal, oh, von Rimmel London, Scandal Eyes. Das soll bis zu 24 Stunden halten. Was? Okay, krass. 001 Black ist hier die Farbbezeichnung, also ein ganz klassischer schwarzer Kajal, den man einfach auch so auf der Wasserlinie verwenden kann oder halt auf dem Auge drauf, je nachdem, was man so für Augen hat. Bei mir wird es wahrscheinlich abstempeln, da bin ich ein bisschen, ne? Ja, ist halt bei mir einfach so. Aber ja, schön. Und der ist wasserfest, steht hier drauf. Nicht schlecht. In der Nummer 10 darf es, glaube ich, wieder mit einem Nagellack weitergehen. Das ist ein Topcoat, das finde ich schön, aber der hat auch nochmal so Sparkle drin und der macht so ein bisschen so einen Frozen-Effekt, wie cool. Nee, das ist ein Sugar-Topcoat, okay. Da sind 14,7 Milliliter drin und das ist die Farbe 103, genau dieser Sugar-Topcoat. Ich kann mir auch vorstellen, dass der halt nochmal so eine andere Oberfläche quasi macht, so eine hubbelige. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich irgendwie auch echt interessant und in so einem Adventskalender super aufgehoben. Und nein, hier beschwere ich mich auch nicht, wenn wir mehr als 3 Nagellacke drin haben, weil da hatte ich tatsächlich auch mit gerechnet, wenn Sally Hansen halt eine der Firmen ist, mit denen das Ganze zusammen gemacht wird, ne? Mal gucken, die erste Schnapszahl ist jetzt hier die Nummer 11. Das finde ich öde. Das finde ich öde, auch wenn das ein bisschen anders ist, aber trotzdem. Von Bourjois ist es ein Kohl in Contour Eyeliner. Ja, also ein Kajal halt auch wieder, ne? Auch hier 1,2 Gramm. Ich glaube, das ist auch wieder eine Schwarz. Schön ist, wir haben hier auch wirklich integriert einen Anspitzer mit dabei. Das macht das Ganze noch ein bisschen besonders. Aber ich finde, wir hatten ja gerade schon einen. Dann noch einen direkt hinterher. Ich weiß nicht, wie lange ihr so braucht, um sowas aufzubrauchen. Das dauert schon eine Weile. Dann hätten sie vielleicht einen in die erste Halbzeit packen sollen, einen in die andere Halbzeit. Naja, wir wissen ja nicht, was noch so kommt. Der 12. Dezember ist die Halbzeit. Oh, das ist eine schöne Lippenfarbe von Max Factor in der Farbe Move 060. Es ist ein matter Lippenstift. Ha, ja gut, matt ist jetzt nicht so ganz mein Cup of Tea, aber wie wunderschön ist diese Verpackung. Die fühlt sich richtig schön an. Hat ein bisschen was von irgendwas Technischem, würde ich mal so sagen. Das ist ja auch noch verschmalzt, deswegen lasse ich das zu. Hier könnt ihr auf jeden Fall die Farbe sehen. Ich weiß, dass Nicole auch gerne so matte Lippenprodukte mag. Deswegen guckt gerne bei ihr vorbei. Wahrscheinlich swatcht sie den auch. Ne? Das ist ein schöner, kühler, bäriger Ton, der auch ein bisschen in diese Pflaume-Richtung geht. Finde ich sehr hübsch. Schade, dass es matt ist. Die Nummer 13 hat sich ein bisschen unter den anderen Zahlen versteckt. Und hier befindet sich drin ein Brow Fiber Oui von Bourjois. In Brown 003. Schade. Wenn sie den jetzt, das ist eine Originalgröße, ne? Wenn die den jetzt irgendwie in transparent gemacht hätten, da hätte ich ja jubiliert, ne? Haben sie leider nicht. Finde ich super, super schade. Der 14. Dezember. Oh, jetzt geht's ins Eingemachte. Rimmel London Stay Matte, ein Puder ist hier drin enthalten. Ein Lightweight, also ein leichtes Puder, was auch mattieren soll, bis zu 9 Stunden Halt geben soll. 14 Gramm, das ist eine Originalgröße, in der Farbe 001 transparent. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr doll feiere. Denn das ist etwas, wo ich auch immer sage, Leute, packt sowas in Adventskalender rein. Darüber freuen die Leute sich, weil sie es verwenden können. Hier hast du ein wirklich hübsches Logo von Rimmel London auch als Pressing drin enthalten. Das finde ich echt schön. Das finde ich mega nice, Leute. Das ist klasse. Der 15. Dezember. Oh, hier haben wir was drin. Ein Rouge Velvet The Lipstick von Bourjois in 03 Hype Pink Chic.
Okay, abgefahren. Das ist eine etwas knalligere Farbe, ne? Aber schön finde ich es auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir würde das wirklich zu sehr Barbie-mäßig aussehen. Aber ich finde es eine schöne Farbe. Das kann man auf jeden Fall in einem Adventskalender gut finden, würde ich mal so sagen, ne? Oh, so schaut der einmal aus. Das ist in so einer Tropfenform als Bullet, sodass man da auch ganz gut an ans Lippenherz rankommen könnte. Der 16. Dezember. Hier, alter Schwede. Ein Concealer. Nee, das ist schwierig. Max Factor Facefinity All Day Flawless. Den habe ich, glaube ich, auch. Airbrush Finish. Ja. Ist in der Farbe 020. Das wird vielleicht Leuten passen, aber ich gehöre nicht dazu. Wow. Also ich bräuchte wirklich die hellste Farbe davon. Vielleicht für Leute, die sagen, ich gebe mir das als Foundation auf oder so, ne? Weil unter den Augen wird es ja eigentlich immer ein bisschen heller haben. Finde ich sehr, sehr kritisch. Auch wenn es ein sehr gutes Produkt ist tatsächlich. Okay, weiter geht's am 17. Dezember. Eine Woche vor Heiligabend. Sally Hansen gibt uns hier ein Miracle Gel Nail Polish mit 14,7 Millilitern in der Farbe 660 Terra Copper. Und das ist halt auch wirklich so ein schimmernder Ton, so ein Perlton, ne? Der sieht wirklich hübsch aus, den ich mir, also ich könnte mir ihn gut vorstellen, dass wenn du dir halt wirklich so ein Taupe auf alle Nägel gibst und auf einen, zum Beispiel auf den Ringfingern, machst du den hier. Das kann sehr, sehr hübsch aussehen. Schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir den 18. Dezember. Hier haben wir auch einen Lip Liner wieder drin enthalten. Was heißt wieder? Hatten wir gar nicht so häufig, ne? Von Rimmel Lasting Finish Lip Liner. Und da habe ich hier einmal die Farbe Matite, nein, 250 Miss Mauve. Ach, wie cool. Das ergänzt dann natürlich auch den mauven Lippenstift von Bourjois, den wir mit dabei hatten. Das finde ich cool. Das ist ein anspitzbarer, ne? Schöner Ton. Den mag ich auch von der Farbe etwas mehr leiden als den Lippenstift. Der 19. Dezember. Ein Nagelprodukt, was sehr, sehr ähnlich zu der Nummer 1 aussieht. Aber hier haben wir nochmal so einen bläulichen Schimmer mit drin. Insta Dry von Sally Hansen mit 9,17 Millilitern. 303 Flashy Fuchsia. Und da seht ihr vielleicht jetzt auch, genau, hier an der Seite wahrscheinlich, ne? Diesen bläulichen Schimmer, den wir hier mit dabei haben. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Aber ich finde es mega schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember gibt es eine Mascara, die Wonder Extension von Rimmel London. Das finde ich richtig cool. Die habe ich, glaube ich, sogar auch da. Das ist eine Originalgröße mit 11 Millilitern und schaut einmal so aus. Ja, ich komme jetzt leider nicht an die Schublade ran, wo die drin ist. Aber das finde ich richtig cool. Also, dass wir eine originalgroße Mascara hier drin finden dürfen. Bürstchen ist eingeblendet, ne? Macht definitiv Sinn und ich freue mich darüber. Das hätte ich hier drin auch echt erwartet. Der 21. Dezember ist wieder super leicht. Da ist ein Stift drin. Und zwar haben wir einen Lip. Nein, doch. Was? Nein, ein Kohlkajal in Braun. Oh, schön. Von Max Factor in 030 Brown ist der hier. Auch das ist wahrscheinlich eine Originalgröße. Das ist ein sehr, sehr dunkles Braun, wenn man es halt ein bisschen zurückhaltender möchte und nicht dieses harte Schwarz haben möchte. Ne? Gerade so Richtung Heiligabend vielleicht auch echt gut geeignet, wenn man da das ein bisschen sanfter machen möchte. Das finde ich cool. Schön. Der 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Natürlich darf hier sowas auch nicht fehlen. Das ist ein Bourjois Volume Glamour Coup de Foudre. Okay. Nee, das ist eine Mascara, Leute. In der Farbe 03 Black. Interessant. 7 Milliliter sind hier drin. Ich hätte erst gedacht, das wäre ein Lipgloss, wenn man sich das so anguckt, ne? Hätte ich auch ziemlich gefeiert. Auch wenn das farbtechnisch ein bisschen krass geworden wäre. Aber wir gucken uns hier mal das Bürstchen an. Oh, da haben wir ein Gummibürstchen. Und das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus, finde ich persönlich. Das mag ich. Und auch hier denke ich mir, das hätte man besser aufteilen können. Eine Mascara in die erste Hälfte, eine in die zweite Hälfte. Dann hat man ein bisschen mehr Abwechslung hier drin. Ein Tag vor Heiligabend sind wir jetzt hier am 23. Dezember. Nee, das ist crazy. Jetzt hauen sie noch eine Mascara hinterher. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das ist die 2000 Calorie von Max Factor in Waterproof. Ja, die werde ich jetzt nicht behalten, weil bei mir wasserfeste Mascaras nicht so der Bringer sind. Ne? Das immer abzuschminken finde ich blöd. Vor allem, wenn ich halt im Vorfeld meine Wimpern immer so züchte, nenne ich es jetzt einfach mal, durch mein Wimpernserum, was ich aktuell auch immer wieder verwende. Also Grande Lash verwende ich, ne? Ist in der Infobox mal verlinkt. Nee, möchte ich dann keine wasserfeste Mascara nehmen, weil das ist beim Abschminken halt ein bisschen zu sehr reibend. Was haben wir wohl am 24. Dezember drin? Also das fände ich jetzt mal ganz cool, wenn die vielleicht, upsala, eine Lidschattenpalette oder so nehmen würden. Oh,
Oh, ja, kann man als Bronzer, kann man als Highlighter verwenden von Rimmel London Radiance Brick. Das ist ein Schimmerpowder, 12 Gramm. Also du kannst es vielseitig verwenden, ne? Je nachdem, ob du drauf stehst, dass man halt quasi so einen Schimmerbronzer nimmt, dann kannst du es als Bronzer nehmen. Du kannst es, wenn du ein bisschen dunkler vom Teint her bist, sogar als Puder verwenden. Du kannst es aber auch als Highlighter verwenden. Für mich ist es einfach in jeder Hinsicht nichts. Schade, für mich leider so ein kleiner Flop. Ja, jetzt haben wir den Adventskalender einmal komplett ausgepackt. Ich sag mal so, wenn man halt jemand ist, der die Produkte feiert, der die Produkte vielleicht auch immer schon mal kennenlernen möchte, ist das vielleicht eine ganz gute Idee, sich den so anzuschauen. Ich persönlich finde den von Notino selber ein bisschen besser. Hier haben wir zwar genauso wie bei dem Notino selber auch farbgebundene Produkte drin enthalten, aber ich finde es hier halt tatsächlich noch ein bisschen krasser, um das mal so auszudrücken. Ich finde es halt irgendwie nicht so ganz durchdacht. Ich finde es nicht ganz so liebevoll. Mir persönlich fehlt einfach in der ganzen Konstellation eine Lidschatten Palette zum Beispiel, weiß ich nicht. Also es fühlt sich nicht danach an, als hätte da jemand viele Stunden oder Tage Zeit investiert, um den Adventskalender zusammenzustellen. Das ist mehr so ein, wir brauchen einen Adventskalender und müssen den mal eben schnell machen Ding, oder? Das fühlt sich halt leider einfach so an und ja, das wäre aber leider nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure mal in die Kommentare, da können wir uns gerne drüber austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, für dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!